Hi, grüß euch. Ich bin die Tanja und bei mir sind Steffi und Juliane. Wir zeigen euch heute, wie ihr euch optimal auf den nächsten Skiurlaub vorbereiten könnt. Dafür braucht ihr nur den Balance Step, Hanteln und eine Matte für den Kraftteil. Ich wünsche euch viel Spaß und schon legen wir los. Packen wir's. Wir marschieren. Mädels, seid ihr bereit? Auf geht's. Marschieren. Ihr braucht an nichts anderes zu denken. Okay, Fußspitze vor dem Wechsel. Schön locker. Erstmal Gefühl für den Balance Step. Vier Stück mehr. Vier, drei. Mal die Ferse kommen vor und geh ein bisschen tiefer. Setz dich zurück. Vier Stück noch. Zwei noch. Wir gehen auf den Balance Step. Komm hoch. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Wieder tief. Wir verkürzen ein bisschen. Vier Marsch oben. Vier, drei, zwei, eins und tief. Nochmal. Vier, drei, zwei und tief. Nimm die Arme mit. Nochmal. Auf. Zwei Stück mehr. Auf. Ein letztes Mal. Und wir machen es ein bisschen schneller. Auf und ab. Hoch und tief. Basic. Kennt ihr aus dem Step? Hoch und tief. Die letzten vier. Mach den Bauch schön fest und entspann dein Gesicht. Noch vier. Zwei noch. Knee lift im Wechsel. Knee lift. Versuch in der Mitte zu bleiben mit deinem Fuß. Noch vier Stück mehr. Noch zwei. Mach das dreimal, Repeater Knee, dreimal kurz das Knie und wechsel die Seite. Nochmal, wechsel. Ein letztes Mal. Bleib rechts oben und mach immer weiter den Repeater, mach weiter, mach weiter. Vier, drei, halbe Zeit, geh tief und hoch. Wenn du ein bisschen mehr möchtest, gehst du hier schon tief. Spann noch mehr den Bauch an und lass das Gesicht noch lockerer. Tief und hoch. Noch vier Stück mehr. Geh tief und hoch. Stabilisiere dich noch mehr. Zwei noch. Letzte Mal halte oben. Halte hier. Marschier. Auf links. Geh tief. Andere Seite. Linkes Bein. Komm hoch. Repeater. Bleib im Repeater. Bleib. Vier. Drei. Halbe Zeit, zurück und Knie, zurück und Knie. Nur noch vier Stück. Tief, tief. Zwei noch und halte wieder hoch. Halte. Geh tief, marschier auf rechts. So, wir sind warm. Dann können wir jetzt richtig loslegen. Komm noch mal hoch, marschier. Marschier. Wenn ihr euch hier sicher fühlt, kommt ihr ins Laufen. Zieht die Knie ein bisschen höher. Und schön atmen. Noch vier Stück mehr. Und wir variieren ein bisschen das Tempo. Eins, zwei, drei, steh. Eins, zwei, drei. Noch vier Stück, drei Stück, zwei Stück und letzter Squat. Tief und hoch. Setz dich weit zurück, Gewicht auf die Fersen. Noch vier Stück mehr. Zwei noch. Und du gehst tief und ziehst dein rechtes Knie hoch. Geh tief und tief. Jawohl. Noch vier Stück. Zwei noch. Geh in die Seite tief. Seite mit. Seite mit. Popo auch hier weit zurück. Spann den Bauch immer noch an. Oberkörper fest. Zwei Ründchen noch. Tief. Und die letzte. Und wir kombinieren beides. Bleib in der Mitte. Squat, Knie hoch. Nochmal. Einmal mehr.
und geh in die Seite. Tief, tief. Letztes Mal. Wir verkürzen noch ein bisschen. Geh nochmal tief. Hier, tief. Andere Seite und sofort tief. Ein Durchgang noch. Bleib in der Mitte. Tief, hoch. Hoch. Rechts. Einmal mehr. Für mich nochmal tief. Rechts. Und nochmal tief. Marschier außen. Marschier oben. Marschier außen. Marschier. Und hoch. Genau. Euch geht's gut? Sehr gut. Noch vier Stück mehr, wenn ihr sagt, es reicht euch nicht. Da hätte ich noch was. Außen und jump. Und jump. Geh richtig tief. Auf, tief. Auf, tief. Noch vier Stück. Noch drei. Oh, da geht noch tiefer. Letztes Mal. Bleib oben, bleib hier. Bleib klein. Bleib klein. Kurz entspannen. Die letzte. Noch acht Stück. Noch sechs. Nochmal tief und hoch. Tief und hoch. Tief und hoch. So, wenn dann alles gut läuft, streckt ihr die Beine nach hinten weg. Ein bisschen noch, geht tiefer. Popo weit zurück. Noch vier. Zwei Ründchen nach. Ein letztes Mal. Bleib noch mal klein. Bleib hier. Okay. Die letzten vier Stück. Vier. Drei. Zwei. Und bleib mal hier. Halte deine Skistöcker. Halte. Komm mal auf die Fußspitzen nach vorne. Und auf die Fersen. Vier Falten nach vorne. Drück dein Schienbein in den Skischuh. Und wieder zurück. Nach vorne. Und zurück auf die Ferse. Und zurück. 80 mehr. 7. Noch 6. Noch 4. Wir haben nur noch 3. Und es wird immer wärmer. Noch zwei, nochmal vor. Und den letzten. Und bleib hier. Geh langsam in die Seiten, nur mit dem Po. Stell dir vor, du hältst einen Ball zwischen deinen Knien fest. Und du driftest leicht. Nach rechts und nach links. Rechts und links. Noch 8 Stück mehr. Noch 6. Gleich geschafft. Geht's noch? 4. 2 noch. Halt in der Mitte. Halt. So, wir kombinieren nochmal beides. 4 Zeiten vor. 4 und zurück. Nochmal vor. Und jetzt in die Seiten nach rechts. Nach rechts, nach links. Nach rechts, nach links. 4, 3. Nochmal vor, auf die Fußspitzen. Langsam und zurück. Ein letztes Mal. Vor. Und in die Seite. Rechts, links. Denk an den Ball zwischen deinen Beinen. 4, 3. Schneller nach vorne. Zurück. In die Seite. 4, 3. Einmal noch nach vorne. Vor, zurück, rechts und links. Bleib hier, marschier, locker, locker. So, immer schön lächeln. 4 Stück mehr, 4 noch. 3 noch, 2 noch. Marschier, öffne deine Beine. Geh tief.
kurz mal entspannen. Und wenn du jetzt möchtest, wirst du schneller. Dribbel mal. Dribbel. 4, 3. Mach das noch. 6 mal mehr. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und jump. Nochmal. 6, 5, 4, 3, 2. Und jump. Nochmal. Letzten. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jump. Einer noch. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jump. Bleib hier. Nochmal. Und jump. 2 Stück noch. Bleib nochmal unten, halte, genieß nochmal für einen Moment. Nur halten, halten. Öffne mal deine Arme. Öffne. Hoch. Und tief. Setz dich nochmal weit zurück. Stabilisier dich noch mehr in der Mitte. 4 Stück noch. 3 noch. 2 noch. Und marschier, marschier. Komm langsam tief. Bleib hier. So, wir sind jetzt bereit für den Kraftteil. Wenn ihr auch bereit seid, dann legen wir jetzt los. Viel Spaß. Wir gehen auf 2 Seiten tief. Auf geht's. Tief, tief. Rück, rück. Hoch, hoch. Wenn ihr runterfallt, macht euch keine Sorgen. Das passiert mir auch. Nur zu gern. Und wieder hoch. Lächeln auf alles andere kommt gar nicht an. Hoch. Du kannst die Hände auch auf die Brust nehmen. Schön atmen und wieder hoch. Mach das noch 2-mal mehr. Setz dich im vorderen Drittel. Geh nicht zu weit zurück, umso schwieriger wird's. Nochmal. Tief. Und rück. Hoch. Ein letztes Mal und dann bleiben wir unten. Atme weiter, bleib hier, halte, genieße es für einen Moment, bleib hier. Noch 4, noch 3, noch 2, weil gerade so schön ist, heben wir doch mal das rechte Bein hoch und wieder ab. Links und wieder ab, rechts und tief. Du hältst immer noch, wenn dir das zu schwer wird, leg die Hände hinten auf. Du kannst variieren, du entscheidest. 4 noch. 3 noch. 2. Halte dein rechtes Bein jetzt oben. Stopp. Deine Hände legst du jetzt ganz hinten ab. Und das andere Bein kommt dazu. Und hier nochmal genießen. Weiter atmen. Und lächeln. Wenn du dich ganz sicher fühlst, löse jetzt beide Arme. 4. 3. 2. Leg die Hände wieder ab, komm nach vorne und entspann dich für einen Moment. Alles gut, Mädels? Wir wechseln einmal die Seite. Du kommst mit deinen Knien auf die Matte, stütz dich auf deinen Ellenbogen auf, schau, dass deine Ellenbogen unter der Schulter sind und schau mit dem Blick auf den Boden. Dann drückst du dich hoch und hältst hier für einen Moment. Wenn dir das zu anstrengend wird, komm wieder zurück, bleib hier, stabilisier dich und geh wieder in die Übung. Halte das. Schieb den Kopf raus, mach dich lang, mach den Bauch fest, Popo nicht zu hoch, halte das hier. Wenn du jetzt sagst, ach, das ist mir aber zu einfach, hebst du dein rechtes Bein und wieder ab. Dein linkes Bein hoch und wieder tief. Hoch und tief. Mach das ein bisschen schneller. Hoch, tief, hoch und tief. Und immer noch atmen. Noch 4 Stück mehr. 4. Wir haben es gleich, Mädels. Haltet durch. 2 noch. Und halte nochmal hier. Und jetzt komm mal vor und zurück. Vor und zurück. Stabilisier dich nochmal für einen Moment. Halt den Bauch nochmal fest. 2 noch. Bleib in der Mitte, setz die Knie nacheinander auf und relax. Komm auf die Fersen. Dann roll dich langsam wieder hoch.
und komm einmal ganz hoch mit den Beinen. Nochmal zurück und halte nochmal. Weil es so schön war, machen wir es nochmal. Nur kurz halten. Und dann hältst du dein rechtes Bein jetzt mal oben und nur halten. Nur halten. Ist gar nicht so anstrengend. Halte, setz wieder ab, halt den Bauch nochmal fest und das linke Bein. Und einmal absetzen. Komm wieder zurück. Noch einmal kurz relax. Und dann brauchen wir jetzt einmal die Hanteln. Und du legst dich einmal über den Balance Step. Über den Balance Step. Halte hier. Saug den Bauchnabel nach innen, mach dich fest. Und dann langsam die Arme hoch und tief. Nochmal. Hoch und tief. Ellenbogen nur auf Schulterhöhe. Gar nicht so hoch. Noch zwei mehr. Wir machen noch eine Runde mehr. Ist ja gerade erstmal warm. Dann halte hier, streck die Arme, dreh die Handrücken nach oben und dann lange Arme, um das Pensum zu steigern. Nochmal. Atme, schön gleichmäßig. Weit öffne. Zwei Stück mehr. Bauchnabel nach innen. Ein letztes Mal. Einmal öffnen und da halten. Und die macht besonders viel Spaß, die Übung. Kleine Kreise. Kleine. Noch vier. Vier, drei. Und wir können das auch andersrum. Rückwärts. Gleich geschafft. Spann nochmal dein Gesicht. Die letzten. Vier, drei. Und einmal halten. Ablegen. Und kurz entspannen. Komm nochmal zurück. Locker die Arme aus. So, die Hanteln einmal zur Seite. Und du kommst mit beiden Knien auf das Balance Step. Schau, dass dein Rücken jetzt schön gerade bleibt, dass du nicht durchhängst. Zieh den Bauchnabel nochmal nach innen. Ellenbogen unter der Schulter. Und dann versuch dich zu halten. Knie hüftbreit. Wenn du das hast, streckst du dein rechtes Bein aus. Zieh die Fußspitze zum Schienbein und halte. Halt. Einmal lösen. Und die andere Seite. Nur strecken und halten. Halt. Stabilisier dich. Und dann hebst du den rechten Arm raus. Schön in die Länge ziehen. Und wieder lösen. Noch einmal. Rechtes Bein zuerst und dann kommt der Arm dazu. Und wieder zurück. Ein letztes Mal die linke Seite raus und den rechten Arm. Löse einmal, komm zurück, setz dich einmal auf dein Balance Step, komm nach vorne, setz dich entspannt hin. Heb die Arme und zieh dich in die rechte Seite schön lang. Atme in die Rippen hinein. Und dann wechsel einmal die Seite. Mach dich schön lang. Und komm wieder zurück. Die Arme kommen einmal nach vorne. Mach dich rund, Bauchnabel. Einsaugen, Kinn auf den Brust. Öffne wieder die Arme, richte dich auf, zieh den Daumen zurück. Fass den Daumen hinterm Rücken und zieh die Schultern tief. Dann löst die Arme, die Schultern kreisen. Ein letztes Mal. Stell die Füße auf und lass den Oberkörper einmal nach vorne fallen. Relax.
Roll dich langsam wieder auf. Streck die Beine aus und beug dich nach vorne. Verstärk die Dehnung, zieh die Fußspitzen ran. Und einmal lösen, roll dich auf. Schließ die Beine, zieh die Knie ran, komm in die Hocke. Atme hier unten ein, lass die Arme nochmal hängen, atme aus und roll dich langsam hoch. Mal beide Schultern langsam zurück. Noch zwei Stück mehr. Und ein letzter. Atme tief ein. Und aus. Noch einmal mehr. Und ein letzter. So, das war's von uns. Ich bedanke mich bei Stefanie und bei Juliane. Viel Spaß auf der Piste. Wir sehen uns bestimmt. Tschüss.